Hey Leute, die letzten Jahre habe ich immer Videos dazu gemacht, wie viele Einnahmen ich im Dezember gemacht habe und warum sollte ich das dieses Jahr nicht machen? Aber wenn ich euch einfach nur die Zahl zeigen würde, dann wäre das Video zu kurz. Dementsprechend laber ich erstmal um den heißen Brei herum, so wie es sich gehört für einen YouTuber. Denn, guess what, ich bin ein YouTuber, ich mache Videos auf YouTube und ich verdiene sogar Geld damit. Und das schon so ziemlich seitdem ich angefangen habe. 2021 ungefähr habe ich so mit YouTube angefangen. Erstes halbes Jahr habe ich praktisch nichts Relevantes gemacht. In der zweiten Hälfte kam aber Pet Simulator X raus. Und da ich außerhalb des Kanals schon eine kleine Vorgeschichte mit Pet Simulator hatte, habe ich dazu dann Videos geballert. Hat ganz schnell die Monetarisierung freigeschaltet und dann ging es auch schon los. Man muss aber sagen, dass ich diesen YouTube-Kanal nie wirklich sehr aktiv oder sehr dedicated betrieben habe. Ich habe zwar immer regelmäßig Videos rausgebracht, aber die Videos waren meistens ziemlich sloppy. Meistens habe ich da nicht wirklich viel Arbeit reingesteckt und vor allem das letzte Jahr war ein ziemlich faules Jahr. Ich habe richtig zurückgeschraubt mit allem, was ich in den YouTube-Kanal gesteckt habe und ich habe ehrlich gesagt auch nicht vor, das dieses Jahr zu ändern, weil ich ehrlich gesagt gar keine Lust habe, zu viel Arbeit in diesen Kanal zu stecken. Ich finde, der Kanal läuft so, wie er läuft, ziemlich gut. Ich bin zufrieden damit und solange ich keinen neuen Antrieb finde, irgendwas auf YouTube rauszuhauen, wo ich richtig Bock drauf habe, warum sollte ich es dann noch machen? Einfach nur Videos machen, um Videos zu machen, ist nicht so mein Ding. Aber wo wir gerade von Antrieb sprechen, im Dezember gab es tatsächlich einen Antrieb für mich, wieder mehr Videos zu machen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, denn Pet Simulator 99 kam raus und ich habe in der ersten Woche richtig aktiv Videos geballert. In der zweiten Woche nicht mehr, in der dritten Woche auch nicht mehr. Dann ist es wieder in meinen alten Rhythmus zurückgefallen. Aber wir können uns ja jetzt endlich mal die Statistiken anschauen. Yay! Puh, da sind die Statistiken. Und YouTube sagt mir schon gute Neuigkeiten. Werbetreibende haben mehr als sonst pro Anzeige in deinen Videos gezahlt. Dadurch konnte dein Kanal mehr Einnahmen erzielen als üblich. Aber nicht nur das ist der Grund, warum ich mehr Einnahmen erzielt habe als üblich, sondern auch, weil ich einfach mehr Videos gemacht habe und die Videos mehr Klicks bekommen haben. Weil die ganzen Monate davor gab es bei mir praktisch nur Tutorials und Tutorials werden nicht sehr gut geklickt. Aber Anfang Dezember, seht ihr, habe ich noch ein paar mehr Aufrufe gemacht. Habe ich vor allem auch mehr Wiedergabezeit gehabt. Das ist noch so die Wiedergabezeit der ersten Woche. Und dementsprechend habe ich auch mehr Einnahmen erzielt. Die ganzen Monate davor war mein Kanal praktisch im Ruhemodus. Es gab zwar immer noch dieses eine Tutorial am Freitag, welches auch immer noch kommt. Aber das war's eigentlich schon. Ich versuche auch samstags immer zu livestreamen, aber da ich nicht wirklich einen Antrieb hatte, waren die Livestreams dann immer nur sehr kurz, eine halbe Stunde und das war's. Und Videos kamen nur dann, wenn sich irgendwas angeboten hat. Jetzt bin ich wieder in einem Rhythmus, in dem jede Woche ein Video kommt, welches kein Tutorial ist. Ob sich das so hält, weiß ich nicht. Das hängt ganz davon ab, wie ich so drauf bin. Szenenwechsel. Und nun kommen wir einfach mal dazu, wie verdienen YouTuber eigentlich ihr Geld? YouTuber verdienen ihr Geld dadurch, dass sie Videos auf YouTube hochladen, aber das Video bringt ihnen noch kein Geld. Die Videos müssen geklickt werden. Und sie müssen nicht nur geklickt werden, sie müssen auch angeschaut werden. Denn sobald man im YouTube-Partnerprogramm ist, dafür braucht man 1000 Abonnenten, 4000 Stunden Watchtime. Es gibt inzwischen auch andere Voraussetzungen für Shorts-YouTuber und noch so ein abgespecktes Programm, mit dem man dann aber auch nur Spenden-Features, glaube ich, freischaltet. Aber basically, wenn man YouTube-Partner ist, schaltet man die Monetarisierung mit Werbeanzeigen frei. Und dann kann man vor seinem Video, nach seinem Video und in seinem Video Werbeanzeigen schalten. Und damit kommt dann halt auch das Geld rein. Es gibt noch andere Einnahmequellen, zum Beispiel Kanalmitgliedschaften oder Superchat-Spenden. Und wenn man relativ bekannt ist, kann man auch mal Product Placements bekommen. Wenn man nicht so bekannt ist, kann man tatsächlich auch Product Placements bekommen. Man muss die Werbetreibenden dann nur selber anschreiben. Das habe ich aber, ich muss gerade überlegen, nee, das habe ich auf meinem Kanal noch nie gemacht. Aber ich glaube, ich habe euch genug auf die Folter gespannt. Wie ihr seht, ich bin steinreich. Aber wie reich, das sehen wir jetzt, wenn wir uns die richtigen Statistiken anschauen. Denn die ganze Zeit ausgeblurrt war mein geschätzter Umsatz von 550,04 € im Dezember 2023. Ihr seht am Anfang ein bisschen mehr. Am Ende hat es aber auch gar nicht so sehr nachgelassen. Vor allem hier gegen Ende des Monats wurde es nochmal ein bisschen mehr. Das lag dann tatsächlich wirklich daran, dass sich die RPM nochmal ein bisschen erhöht hat. Aber was ist eine RPM? Hier oben stand schon, Werbetreibende haben mehr als sonst pro Anzeige gezahlt, weil Werbetreibende, die Leute, die die Werbung machen, die geben ja Geld dafür aus. Und es ist unterschiedlich, wie viel Geld sie für einen Werbeslot ausgeben. Am Ende des Jahres ist es in der Regel mehr als am Anfang des Jahres, weil am Anfang des Jahres muss YouTube die Werbedeals neu verhandeln, hat weniger Werbung und man verdient einfach weniger Geld mit seinen Anzeigen. Und am Ende des Jahres haben die Werbeagenturen meistens noch Budget übrig, das sie komplett ausgeben wollen, damit sie fürs nächste Jahr nicht weniger Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist der Grund, warum viele YouTuber im Januar, Februar, März keine Videos machen. Aber ehrlich gesagt, inzwischen kriegt YouTube das ziemlich gut hin. Im Januar merkt man noch, dass die RPM niedriger ist, aber schon Februar, März steigt die RPM wieder und spätestens im April ist sie eigentlich komplett in Ordnung. Am Ende des Jahres steigt sie natürlich nochmal spürbar an. Aber
es ist jetzt auch nicht so krass, wie manche behaupten. YouTube hat das inzwischen ziemlich gut geregelt, dass man auch über das ganze Jahr gut Geld mit Werbung verdienen kann. Deswegen sage ich nur Edge an ApoRed und Leon Mascher, die nur im Dezember Videos machen. Ihr habt die ganzen guten Werbeeinnahmen vom November verpasst. Aber schauen wir mal auf den Umsatzreiter, denn da sehen wir, wie sich die Einnahmen zusammensetzen. Einerseits seht ihr hier, wie viel Geld ich so am Tag mache. An guten Tagen verdiene ich sogar 30 Euro. Also es ist halt ehrlich gesagt nicht viel. Man kann von solchen Einnahmen nicht leben. Aber ich lebe ja auch nicht von solchen Einnahmen. Ich habe einen ganz normalen Job und den werde ich auch erstmal noch weiter machen. Früher habe ich nebenbei noch gefreelanced. Das mache ich aktuell nicht mehr, weil ich einfach viel zu faul bin. Aber an sich ist mir das Geld, das ich hiermit einnehme, egal. Wir sehen hier unten auch so viel Verdienst. So in den letzten Monaten habe ich immer so 300 bis 400 Euro verdient. Der Dezember mit 550 Euro. Oh, der Januar wird mir auch schon angezeigt. 6,88 Euro habe ich jetzt schon verdient. Das ist natürlich schon krank. Und dieser Reiter hier, den finde ich und den finden andere YouTuber auch immer ganz interessant, die Leistung von Inhalten, weil hier kann man einerseits filtern nach Videos, Shorts und Livestreams und sieht dann auch seine RPM. Die blöde CPM wird einem zum Glück nicht mehr angezeigt, weil früher haben immer alle von CPM geredet. Was interessiert mich, wie viel andere Leute ausgeben? Mich interessiert, wie viel Geld ich bekomme und das ist die RPM, die Revenue per Mill, also das Geld, das man pro 1000 Aufrufe erzielt im Durchschnitt. Und das waren im Dezember 4,57 Euro pro 1000 Aufrufe. Bei 100.000 Aufrufen sind das dann 458,61 Euro, denn es kam tatsächlich Geld rein über Shorts. Und wow, 140.000 Aufrufe bei 9 Cent RPM. Aber ich muss sagen, 9 Cent RPM ist ein Highlight. Anfang des Jahres, als überhaupt dann endlich mal Shorts-Einnahmen reinkamen, das hat ja dieses Jahr erst angefangen, da waren das erst 2 Cent, dann ist es irgendwann auf 3 hochgegangen, dann 4, dann, nee, 4 gar nicht, dann gab es auf einmal so einen Boost und auf einmal waren wir bei 5 Cent. Und jetzt sind wir schon bei 9 Cent. Ich bin gespannt, wie es im Januar aussehen wird. Und dann kommen die Livestreams. Und die Livestreams sind interessant. Bei mir ist die RPM gar nicht mal so abweichend von den Videos. Aber ich kann euch sagen, bei anderen YouTubern ist die RPM nochmal sehr viel höher, weil die sich dann auch noch die Mühe machen, die Livestreams so aussehen zu lassen wie Videos. Die Livestreams im Nachhinein nochmal ein bisschen zuschneiden, dass das Intro rausfällt. Vielleicht drin sogar noch Cuts setzen. Und dann sind das super lange Uploads. Und je länger ein Video ist, desto höher ist in der Regel auch die RPM. Weil wenn mehr angeschaut wird, kann mehr Werbung geschaltet werden. Und mehr Werbung bedeutet mehr Geld pro Aufruf. Dementsprechend steigt die RPM bei Livestreams enorm. Nur bei mir nicht so wirklich, weil ich echt nicht sehr viel Aufwand in diese Livestreams gesteckt habe. 56,55 Euro mit Livestreams in diesem Monat. Und dann schauen wir uns einmal an, wie sich diese Einnahmen zusammensetzen. Und zwar, durch Werbeanzeigen kamen 489,77 Euro zusammen und mit Kanalmitgliedschaften kamen unglaubliche 43,35 Euro zusammen. Das sind die höchsten Kanalmitgliedschaftseinnahmen, die ich jemals hatte. Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil Kanalmitgliedschaften kriege ich am ehesten ja durch meine Tutorials und es ist schön, dass ich irgendwas mit meinen Tutorials auch mal erreiche und irgendwas zurückbekomme, weil Tutorials sind sehr viel Arbeit, werden sehr wenig geklickt. Kanalmitgliedschaften helfen mir da sehr und motivieren mich auch, dass ich die weiterhin mache. Dann gibt es noch die Anzeigen im Shortsfeed. Ich habe im Dezember ganze 12,53 Euro durch Shorts verdient. Ich muss zu Shorts einmal sagen, Shorts sind auf meinem Kanal eher wack. Ich lade Shorts nur hoch als Promomaterial für meine Longform-Videos und dann sind dann einfach nur irgendwelche Clips aus meinen Longform-Videos. So funktionieren Shorts natürlich nicht. Wenn man richtig Shorts machen möchte, dann muss man sich da auch was zu ausdenken, die Shorts spezifisch für den Shorts-Algorithmus auch konzipieren, aufnehmen und schneiden. Und dann, wenn die Shorts auch wirklich gut sind, dann können sie auch viel mehr Aufrufe bekommen. Und dann kann man auch viel mehr Geld mit Shorts verdienen. Meine Shorts kriegen alle im Schnitt so 1000 Aufrufe und 1000 Aufrufe kriegt jedes Short geschenkt. Wenn eure Shorts keine 1000 Aufrufe bekommen, dann macht ihr etwas falsch. Wirklich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die keine Aufrufe auf ihre Shorts bekommen, aber ihr macht etwas falsch. 1000 Aufrufe kriegt jeder geschenkt. Jeder Kanal, egal wie groß. Wenn die Kanäle größer werden, dann kriegen sie sogar noch mehr Aufrufe geschenkt, das ist klar. Aber diese 1000 Startaufrufe, die kriegen eigentlich alle Shorts, bei denen der Algorithmus denkt, dass die nicht garantiert kompletter Trash sind. Einfach nur, damit der Algorithmus testen kann, wie gut die Shorts so performen bei einer bestimmten Zielgruppe. Und wenn sie gut performen, werden sie auch weiter ausgespielt und die Shorts kriegen dann auch mehr Aufrufe. Meine Shorts kriegen in der Regel nicht mehr Aufrufe, weil sie einfach schlecht sind. Wenn ich gute Shorts machen würde, und das würde voraussetzen, dass ich gute Shorts machen könnte, ich behaupte
nicht, dass ich gute Shorts machen kann, aber wenn ich es könnte und machen würde, würden die Shorts viel mehr Aufrufe bekommen und dann könnte man tatsächlich auch mit Shorts ein bisschen Geld verdienen. Ich meine 12,54 € dafür, dass ich einfach nur nachdem ich ein Video fertig geschnitten habe, noch ein paar Clips rausrender und die als Short hochladen, ist eigentlich ganz nett. Abgesehen davon kriegt man dadurch dann nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Langform-Videos, die mir eigentlich wichtig sind. Und dann haben wir hier unten noch die Werbeeinnahmen durch Supers. Das sind Spenden im Livestreams. Theoretisch kann man auch unter Videos drunter eine Super-Chat-Spende dalassen. Super-Thanks heißt es dann. Hat noch nie jemand auf meinem Kanal gemacht. Ich sehne mich immer noch nach dem Tag, an dem das passiert, aber ja, warum sollte das jemand tun, ne? Und hier können wir dann einmal sehen, was die Inhalte sind, mit denen die meisten Einnahmen erzielt wurden. Und das sind tatsächlich alles Pet-Simulator-Videos, bis auf mein erstes Roblox-Studio-Video ever. Aus irgendeinem Grund ist dieses uralte Video, bei dem ich das erste Mal auf meinem Kanal Roblox-Studio gezeigt habe, immer noch ein sehr gut geklipptes Video, das immer noch gut vorgeschlagen wird. Alle anderen Videos sehen wir hier 25, 29, 32, 37 Euro. So viel habe ich mit diesen Pet Simulator Uploads verdient. Und ich werde vermutlich mit diesen Videos, die man hier sieht, noch ein paar Euro mehr verdienen, aber das geht jetzt zurück. Wenn wir zum Beispiel auf den ultimativen Pet Simulator 99 Guide klicken, was ja nur eine Compilation ist aus diesen drei Videos hier unten tatsächlich, diese drei Videos zusammengeklatscht ist das Video, dann sehen wir, am Anfang kriegt man Aufrufe, dann gehen die Aufrufe zurück und irgendwann kommt man auf ein Plateau an. Da dieses Video halbwegs gut performt, geht das Plateau immer noch nach oben. Das heißt, ich werde auch immer noch weiterhin Geld verdienen. Zum Beispiel waren wir hier bei 29 Euro, jetzt sind wir schon bei 37 Euro. Ich schätze, dass es langfristig so um die 45 bis 50 Euro einbringen wird. Es kann aber bei solchen Videos immer sein, dass die im Nachhinein nochmal einen Schub bekommen. Bei Pet Simulator Videos ist das aber eher unwahrscheinlich, weil Pet Simulator Videos immer sehr zeitspezifisch sind. Alles, was ich hier drin gezeigt habe, ist ja schon längst outdated, weil es so viele neue Updates gab. Das ist auch einer der Vorteile, den meine Tutorials haben, weil Tutorials sind über einen langen Zeitraum einfach richtig. Man kann ein Tutorial Jahre später anschauen und es kann trotzdem immer noch aktuell sein. Denn natürlich hat sich seit diesem Tutorial hier das Design von Roblox Studio geändert und es kamen Features dazu. Aber alle Sachen, die ich in dem Tutorial hier gezeigt habe, die funktionieren heute auch noch. Dementsprechend kann das Video heute noch geklickt werden, kann das Video heute auch noch angeschaut werden und wird das Video heute auch immer noch vorgeschlagen. Und ich habe ganze 774 Euro mit diesem einen Tutorial über lange Zeit verdient. Aber das waren sie. Das waren meine YouTube-Einnahmen im Dezember 2023. Hättet ihr gedacht, dass es so viel ist oder dass es so wenig ist? Keine Ahnung. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so viel wird. Macht mich ganz glücklich, dass ich mal wieder über 500 Euro drüber bin. Das war ich das ganze Jahr nicht mehr. Und das werde ich die nächsten Monate garantiert auch nicht sein. Aber wer weiß, irgendwann kommt vielleicht bei mir wieder der Impuls, Videos rauszuballern, die dann auch ein bisschen besser sind. Dann werden die besser geklickt und dann werde ich ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber vorher machen wir jetzt erstmal Feierabend. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Super Thanks da. Bis dann und ciao!